Hallo und herzlich willkommen zu einem Noob Guide mit mir, dem Gumby von AdWords Gaming for You. Und ja, wir waren hier stehen geblieben bei den Hier Supports. Die hatten wir jetzt ja fertig und wir machen weiter mit einem guten alten Damage Support. Ich kann mich mit denen nicht anfreunden, aber okay. Also erstmal geht ihr wieder auf Wanderer. Ihr wollt natürlich, also Movement Speed ist wichtig für euch als Support. Die Kekse. Wegen dem zusätzlichen Mana und verbessert eben eure Healpots. Dann habt ihr hier wieder eure Mana-Regeneration steigert sich, ist wieder nicht schlecht für euch, ist ziemlich gut sogar. Im Prinzip, was das Einzige, was sich geändert hat, ist hier die Key Mastery. Und zwar ist es diesmal Thunderlords, also Erlass des Donnerfürsten. Mit jedem dritten Zauber macht ihr eben nochmal Schaden. Das ist im Prinzip der einzige Unterschied zwischen den Damage Supports und den Heal Supports. Ja, die Key Mastery. Ich liebe diese Key Mastery. Ich spiele die auf eigentlich jeden Support irgendwie. Ich habe nie so wirklich Heal Supports gespielt und wenn, dann habe ich sie falsch gespielt. Gut, dann geht's weiter mit den CC Supports. Hier haben wir mal was. Bisschen was anderes und zwar gehen wir hier diesmal auf die Entschlossenheit. Haben hier eben wieder Regeneration, die Damage Reduction, haben wieder 50 Leben mehr, haben wieder Abklingzeit auf unsere also Verringerung auf unsere Beschwörerzauber. Sind diesmal nochmal in die Schnelligkeit, also in die Zähigkeit, meine ich. Entschuldigung. Also Schnelligkeit, es gibt Zähigkeit und Resistenz gegen so Verlangsamungen, sowas wie Exhaust. Könnt ihr halt ein bisschen schneller wegrennen. Und diesmal nehmt ihr Mut des Kolosses mit. Ja, was die Mastery macht. Man erhält eben für 4 Sekunden ein Schild. Da bekommt man halt pro 10 Stufen bekommt man 5% seines maximalen Lebens dazu drauf auf dieses Schild. Ja, den Rest könnt ihr im Prinzip selber noch. Also das ist der große, das ist dieser große Vorteil, diese 5% pro 10. Stufe. Das ist unglaublich gut. Nein, 10 pro Stufe. In Höhe von 10 und. Ah, Moment. Also. Man hat erstmal ein Schild von 10 und für jede Stufe, die ihr seid, bekommt ihr nochmal 10. Und nochmal 5 Prozent eures maximalen Lebens. Heißt, hier lohnt es sich, auf Leben zu gehen, um eben die Mastery weiter zu pushen. Tut mir leid, ich hatte gerade voll den Blackout. Weiter geht's mal mit dem guten alten Damage Jungle. Da haben wir mal wieder was komplett anderes. Zum Beispiel, was ein gutes Beispiel ist, ist Lee Sin oder Kha'Zix. Und dann haben wir hier eben die Zauberei. Erhöht eben euren Fähigkeitenschaden. Braucht ihr wahrscheinlich viel mit Lee Sin und Kha'Zix. Stellt eben wieder Leben her bei einer Tötung. Eine Einheit ist total worth im Jungle. Lifesteal darf im Jungle natürlich nicht fehlen. Auch habt ihr hier auch den Zaubervampir dabei. Ja. Der gute alte Zaubervampir. Dann habt ihr hier wieder das Schwert, macht eben 5% mehr Schaden, erleidet allerdings 2%, 2,5% mehr. Ja, wenn man auf Tank geht, dann denke ich, macht das auch nicht wirklich so viel aus. Ich denke, diese 2,5% mehr Schaden, geht man gern ein, wenn man 5%, also diesen Tausch geht man gern ein. Auf jeden Fall. Dann geht ihr allerdings, das ist aber nicht euer Hauptbaum im Prinzip, den habt ihr hier in der Gerissenheit. Da geht ihr wieder auf die Brutalität. Dann habt ihr hier wieder eure Assassinen, also eure Assassine. Dann habt ihr hier den Erbarmungslosen, weil wenn man im Jungle Erbarmen zeigt, kommt man nicht viel weiter. Dann habt ihr ein gefährliches Spiel. Macht natürlich wieder vollkommen Sinn. Ich meine, ihr bekommt wieder was, wenn ihr Leute killt. Das solltet ihr als Jungler machen. Leute killen. Ja. Dann habt ihr hier nochmal eure Präzision. Ihr erhaltet eben nochmal ein bisschen Tödlichkeitsfaktor und Magiedurchdringung dazu. Also ist schon sehr gut, finde ich. Ist eine gute Mastery.
Und ihr habt natürlich Wanderlords dabei, also Last des Donnerfürsten, jeder dritte Angriff oder Zauber auf einen gegnerischen Champion verursacht nochmal zusätzlichen Schaden. Ihr versucht, so viele Zauber wie möglich auf diesen Typen draufzuhauen. Natürlich macht das, also es macht vollkommen Sinn, da Thunderlords zu nehmen. Machen wir weiter mit den Attack Speed Junglern. Da wäre was Jax, Y, nee, Jax, Yi, Yi, Entschuldigung, also Master Yi. Da geht ihr wieder ganz normal euer AD-Zeugs. Also euren Zorn, euren Fraß, dann den also Lebensraub und Zaubervampir, dann habt ihr hier noch das zweischneidige Schwert und dann noch den, also dann habt ihr halt noch die Rüstungsdurchdringung dabei. Ja, diesmal geht ihr eben also auf Inbrunst der Schlacht als King Mastery, weil ihr dann mehr Schaden mit euren Auto-Attacks macht. Das wollt ihr natürlich mit solchen Attack-Speed-Junglern, weil ihr natürlich viele Schläge auf einmal draufhaut und für jeden Angriff, den ihr auf den Gegner macht, bekommt ihr nochmal zusätzlichen Schaden und das sind halt immer recht viele pro Sekunde oder halt pro Minute, sagen wir mal, wenn ihr sowas wie Jax oder Y spielt. Yi, Entschuldigung, ich verwechsel es. Dann habt ihr hier natürlich wieder eure gute alte Brutalität. Dann habt ihr nochmal eure 2% mehr Schaden, wenn keine Verbündeten in der Nähe sind. Also könnt auch theoretisch, also jetzt, ich will nicht sagen problemlos, aber ihr habt eine verbesserte Chance, wenn keine eure Champions in der Nähe sind. Habt ihr einen unfairen Vorteil im Prinzip gegenüber dem anderen. Es sei denn, er hat die Mastery eben auch. Also ich meine, die Mastery eben auch. Jetzt seid ihr natürlich wieder erbarmungslos. Wer im Jungle nicht erbarmungslos ist, hat halt verloren. Und gefährliches Spiel, ganz klar. Ihr unterstützt natürlich so oft wie es geht eure Teammates und bekommt dann eben dadurch euer Leben und euer Mana wieder ein bisschen zurück. Macht auf jeden Fall Sinn, das so zu machen. Das hatten wir. Dann haben wir die guten alten Tank-Jungler. Tank-Jungler sind jetzt aber wirklich Y und wir haben noch einen guten alten Sack dabei. Da geht ihr natürlich ganz entschlossen, auch Entschlossenheit. Und habt dann eben hier wieder eure Erholung. Ihr wollt euch natürlich wieder regenerieren, möglichst schnell, weil ich meine, ohne Leben seid ihr nichts wert. Braucht natürlich eine zähe Haut. Ihr kriegt eben hier diese Damage Reduction auf Monster und Champions. Im Jungle ist das natürlich wunderbar. Dann habt ihr wieder eure Leben dazu. Ich meine, ihr wollt möglichst tanky werden. Da sind zusätzliche Leben super. Dann habt ihr wieder eure Verringerung auf die Beschwörerzauber. Je öfter du smiten kannst, desto besser im Jungle. Und Flash kann man nicht oft genug benutzen. Oder kann man eben nicht oft genug abhaben, um abzuhauen. Dann seid ihr natürlich wieder zäh wie Leder. Weil ihr natürlich auch, wenn ihr auf den Gegner drauf rennt, zum Beispiel auf der Botlane und der exhaustet euch, wollt ihr da trotzdem möglichst schnell hinlaufen. Müsst eben zäh sein. Habt ihr wieder euer gutes altes Kolossus dabei und ja, ihr seid ja Tanks, deswegen. Weil die oft auf AP skalieren, diese Champs, würde ich jetzt mal behaupten. Behaupte ich jetzt einfach. Also zumindest Zac, weiß ich relativ sicher, dass er mir noch als AP-Champ spielen kann. Versucht ihr natürlich durch eure Fähigkeiten wieder mehr Schaden zu machen. Ihr wollt natürlich für jedes gekillte Vieh im Jungle wieder euer Leben zurück. Und seid natürlich auch ein Naturtalent im Jungle und macht mehr Schaden pro Stufe und kriegt Fähigkeitsstärke pro Stufe, weil ihr es könnt. Dann habt ihr ein zweischneidiges Schwert. Ja, man kriegt zwar mehr Damage, aber das ist einem Tank scheißegal. Der böllert mehr Damage raus, das passt. Dann haben wir die gute alte One-Shot-Midlane. Wer kennt sie nicht? LeBlanc, Ahri, Veigar. Veigar. Lieblingschamp. Gehen wir erstmal auf die gute alte Wildheit.
Da wollt ihr natürlich mit euren Zaubern mehr Damage verursachen. Ich meine, wer spielt keinen Mage in der Mitte, außer halt vielleicht Zed? Ich kenne wirklich niemanden. Also, naja, Zed. Mir fällt jetzt spontan nur noch Echo ein, obwohl ich den vielleicht sogar einen Mage dazuzählen würde. Zumindest in der Mitte. Dann habt ihr natürlich noch euren guten alten Fraß dabei. Ich meine, wer will kein Leben für Lastwitz zurück? Dann noch euer Naturtalent, weil auch auf der Mitte ist man ein Naturtalent. Und natürlich wieder den Damage. Auch wenn ihr mehr kassiert, ist es egal, ihr kriegt mehr Damage und drückt es dem Gegner rein. Dann seid ihr noch recht brutal auf der Mitte unterwegs. Ihr bekommt eben für die normalen Angriffe und für eure Zauber, dass ihr auf ein Ziel verursacht, eben 5 zusätzlichen Schaden an was an Monstern. Kann man halt schöner mit Last hitten, kann man mitnehmen. Dann habt ihr hier den guten alten Assassinen wieder. Wenn kein Champion von, also kein verbündeter Champion in der Nähe ist, dann macht ihr halt nochmal zusätzlich 2% Damage. Ist natürlich in so einer 1 gegen 1 Lane wunderbar. Dann seid ihr natürlich auch erbarmungslos auf der Mitte, also wenn euer Gegner wenig Leben hat, ihr drückt ihm nochmal mehr Schaden. Ganz klar. Dann spielt ihr natürlich auch auf Risiko und also habt ein gefährliches Spiel und kriegt für jedes Mal, wenn ihr euren Mates helft oder selbst Leute killt, bekommt ihr wieder Zeug zurück, also Mana, Leben, alles halt. Dann haben wir hier so noch so Präzisionszeugs. Da erhaltet ihr halt nochmal, weil ihr so richtig präzise zuschlagt, 8,5 Tödlichkeitsfaktor und noch ein bisschen Magiedurchdringung. Und natürlich Thunderlords. Ihr macht mit euren Fähigkeiten Schaden. Ihr böllert wahrscheinlich mehr als 3 drauf. Da ist so ein bisschen, so ein kleiner Blitz, der vom Himmel runterkommt. Echt genial. Also bei jedem dritten Mal. Hat das Ding eine Abklingzeit? Ich glaube nicht. Doch. Schade. 25 Sekunden bis 15 Sekunden. Ist wieder abhängig von eurer guten alten Champion-Stufe. Dann haben wir nicht nur die One-Shots hier, sondern auch die guten alten Pokes in der Mitte. Da hat er jetzt gerade leider keine gemacht. Hat er anscheinend irgendwie vergessen. Tut mir leid. Da wäre Brand und Six eben einer. Ich schau mal eben in den nächsten rein, ob da was drin steht. Ja, perfekt. Da haben wir die Tank-CCs top. Also, wer nicht weiß, was CC ist, das ist halt einfach, wenn ihr euren Gegner gefühlt das halbe Spiel gestunt haben. Also gestunt habt. Ihr habt einfach Stuns und viel Silences und sowas, also dass euer Gegner im Prinzip nichts gegen euch machen kann. Und natürlich wollt ihr tanky sein dafür. Also ihr wollt natürlich auch noch ein Tank sein, weil dann kriegt man euch gar nicht mehr tot. Sowas wie Nautilus oder Poppy wäre da so ein gutes Beispiel. Ja, man kann Nautilus top spielen, ich habe es auch nicht geglaubt, aber der hat mich zerrissen. Dann haben wir hier natürlich wieder den Fähigkeitsschaden, weil ja CC wird eigentlich im Prinzip nur mit Fähigkeiten gemacht, es sei denn, ihr habt eben irgendeine Passive, die das machen kann, wie zum Beispiel Nautilus. Macht aber trotzdem Sinn, den auf AP zu bauen, also halt seine Fähigkeiten zu fördern. Dann wollt ihr natürlich wieder Zeug zurück für Last Hits. Habt natürlich wieder, seid ein Tool-Talent. Und ihr habt wieder ein zweischneidiges Schwert, weil ihr natürlich Damage raushauen wollt und euch diese 2,5% mehr Schaden von eurem Gegner eh nicht interessieren, weil er eh keinen Schaden machen wird, weil ihr ihn dauerhaft gesilenced, gestunt, was auch immer habt. Und ja, da geht ihr diesen Weg. Da geht ihr dieses Risiko sehr gern ein, 2,5% mehr Schaden einzustecken. Ja, als Tank sollte man vielleicht ein bisschen Leben haben, deswegen regeneriert ihr gern Leben. Dann reduziert ihr gern auch Damage auf eurem. Reduziert ihr natürlich gern Damage, weil ich meine, wer leidet gern Damage? Und dann habt ihr eben noch ein bisschen so ein Leben, weil ein Tank hat ein Leben. Und dann habt ihr noch natürlich so ein bisschen Abklingzeitverringerung auf eure guten alten Beschwörerzauber. Könnt halt öfter hoch TPen auf die Top Lane und könnt eben öfter rumflashen.
Zeit natürlich schnell und zäh und einfach alles. Ja. Ihr seid halt zäh. Ihr seid Tanks. Dann habt ihr natürlich Mut des Kolosses dabei, weil ihr kriegt so viel. Dieses Schild macht so viel Leben, also stellt so viel Leben wieder her. Das ist unglaublich. Das ist schon fast frech. Ja. Das rettet euch meistens das Leben. Ich weiß, wovon ich rede. Dann gibt es natürlich auch nur den Tanktop, der eben nicht so viel CC hat, aber dafür vielleicht mehr Damage rausböllert. Da fördert ihr dann natürlich wieder eure Fähigkeiten. Da wäre zum Beispiel Marco ein sehr gutes Beispiel, da kann man die Fähigkeiten gern fördern. Und also einen Fähigkeitsschaden, einen magischen Schaden. Dann erhaltet ihr wieder natürlich Leben zurück. Es sei ein Naturtalent, logischerweise. Und das zweischneidige Schwert haben wir jetzt so gut wie immer dabei. Dann haben wir die Entschlossenheit. Da geht ihr dieses Mal genau den gleichen Weg, wie ich das sehe, wie bei den CC-Top-Ländern. Außer, dass ihr hier die Umklammerung der Untoten habt. Ja. Scheint besser zu sein. Ich weiß nicht, muss man hier irgendjemanden stunnen? Ja, genau. Wenn du hier jemanden verspottest und stunnst, dann bekommst du eben dieses Schild. Und weil du eben nicht so viel CC hast mit diesen, also nicht so viele Stunts, Silence, Spots, was auch immer hast, gehst du lieber auf die Umklammerung der Toten. Der Untoten. Ihr könnt auch Tote umklammern, aber das macht nicht so viel Sinn. Dann haben wir die Split-Push-Tops. Sowas wie Fiora und Jax zum Beispiel, hat er mir hier aufgeschrieben. Und da geht ihr natürlich wieder voll 1 auf AD. Ihr habt dann hier auch wieder die Inbrunst der Schlacht. Ihr habt wahrscheinlich dann, ja, werdet wahrscheinlich viel Attack Speed haben. Dann geht ihr natürlich auf eure gute alte und wohlverdiente Erholung und versucht natürlich wieder weniger Schaden zu erleiden, macht mehr Leben und habt wieder weniger Abklingzeit auf Beschwörerzaubern. Ist perfekt für Split-Pusher, weil die haben dann weniger TP, also weniger Abklingzeit auf TP. Und dann kann man schneller zum Beispiel, also kann man hochtipien, wenn man, ich glaube nicht, dass es geht, aber wenn man weit rein pusht, also ziemlich weit und niemand kommt, kann man theoretisch auch wieder zurück auf die Mitte tippen und dann da weiter pushen oder auf Bot tippen. Muss aber schon doch eine lange Zeit niemand hochkommen, also mindestens 2 Minuten oder sowas. So. Dann haben wir nochmal was für ADCs. Sowas wie Twitch Illusion sollten sowas hier in ihren Masteries haben. Also natürlich wieder Schaden, Lifesteal. Euer zweischneidiges Schwert ist immer noch dabei. Dann haben wir hier nochmal die Rüstungsdurchdringung. Ich meine, ihr macht nur mit euren Auto-Attacks Schaden. Mit mir macht ihr keinen Schaden. Dann nehmt ihr da halt Inbrunst der Schlacht mit. Mit solchen ADCs. Und dann habt ihr hier natürlich wieder zum Last Hitten eure Brutalität. Macht einen Assassinen. Ich meine, ihr müsst eventuell mal im 1v1 oder 1v2 vielleicht sogar spielen. Da macht dann das schon Laune, das dabei zu haben. Dann haben wir hier, ihr seid natürlich erbarmungslos, ihr rippt eure Gegner eiskalt weg und treibt natürlich ein gefährliches Spiel. Also ihr gebt immer ein Risiko. Ist gut so, ist perfekt. Ja. Was haben wir denn noch? Hat er mir noch irgendwas aufgeschrieben hier? Nee, leider nicht. Also, tut mir leid wegen den Damage Supports, glaube ich, war es da. Moment. Nein, die war es nicht. Ich hatte hier irgendwo Poke Midlane, kann es sein? Ja, in der Poke Midlane habe ich leider jetzt nichts gefunden. Aber ich denke, das kann schon gut weiterhelfen. Das war's mit dem zweiten Part. Also ihr könnt uns gerne abonnieren. Danke nochmal an den Stop Flash Talk, dass er uns diese Masteries da zusammengestellt hat und die Runen nochmal ein bisschen was gezeigt hat für ein paar Helden. Ja, dann bin ich für die Folge raus.